Hallo, ich bin Oliver Driewe und möchte mit Ihnen gerne eine kleine Tour durch unsere Rösterei Mondo del Café in Echternach machen. Café Kogi ist ein ganz besonderer Kaffee und insofern verdient es natürlich, von den Besten geröstet zu werden. Dieser Film entstand anlässlich des Besuchs von Mama José Gabriel bei unserem Röster und Partner Alfons Schramer. Alfons war damals sofort begeistert, als ich ihm im Januar 2015 von meiner Idee, Café Kogi nach Deutschland zu bringen, erzählte. Heute vertrauen wir zu 100% auf seine Erfahrung. Er röstet nicht nur für uns, sondern gemeinsam mit ihm entwickeln wir die Röstprofile für die verschiedenen Zubereitungsarten. Zudem berät er die Kogi und er sorgt dafür, dass Sie als Kaffeegenießer immer die perfekte Bohne bekommen. Ben Daniels. Also 18 bis 20 Minuten. Der Kaffee wird in einem sehr alten Verfahren in Trommelröster geröstet. Über 15, 18, 20 Minuten wird er bei Temperaturen von um die 200 Grad langsam erhitzt. Hier werden Cafés aus aller Welt geröstet. Schwerpunkt sind dabei nachhaltige Cafés wie der Orang-Utan-Café. 2014 gewann Alfons mit dem Trierer Stadtcafé den Coffee Innovations Award in der Kategorie Nachhaltigkeit. Dunkle Röstungen bleiben länger in der Trommel. Je nachdem, welche Aromen ich betonen möchte, fahre ich die Trommel ein wenig schneller oder langsamer hoch. Immer wieder nimmt dabei der Röster Proben, begutachtet sie äußerlich und prüft den Geruch. Gegen Ende knacken die Bohnen das Cracken, ein Zeichen dafür, dass der Kaffee nun fertig ist. Nach dem Rösten gilt es natürlich, die heißen Kaffeebohnen schnellstmöglich abzukühlen, so dass sie nicht weiter unkontrolliert vor sich hin rösten. Dies geschieht durch ständiges Umrühren und durch Kaltluft. Bis zu 20% des Gewichts zu Röstbeginn hat der Kaffee nun verloren. Und so zaubert Alfons Schramer aus den wunderbaren Bohnen der Kogi das perfekte Aroma, so wie sie es verdienen. Also Sie sortieren alles auf dem Tisch mit der Hand und da geht dann auch jeder Stein raus. Ja, aber nicht alles. Also not todos. Ah, no todos in Colombia, no? Nosotros, sí. Todos, ja, alle. Todos, sí, el café de ellos, sí. Okay. Vamos a ver. Danach wird er in aufwendige Aromaschutzbeutel mit Ventil verpackt, so dass er lange seine Frische und all die verschiedenen Aromen behält. Alles wird von Hand gemacht. Jede Tüte, jeder Aufkleber wird liebevoll gefüllt und angebracht. Von der ersten Kaffeekirsche in der Hand eines Kogis in der Sierra Nevada bis hin zum Kaffeepaket im Laden hier in Köln
ist alles reine Handarbeit von Menschen, die diesen Kaffee lieben. Und so verbinden sich auch deren Herzen.